Haben lediglich 16 Teilnehmer, Teilnehmerinnen hier dann bekundet. Ist auch nicht so schlimm, dann sind wir früher fertig, um im Restaurant Carotte essen zu gehen. Bevor wir aber die erste Teilnehmerin begrüßen, begrüßen wir erstmal unsere Jury. Als Richter bei H. Wolf Rüdiger Beißert, als Richterin bei M. Katrin Wingender und Chef der Jury Richter bei C. ist Klaus Ernst Kleinert. Ja, geritten wird, wie vorhin auch schon, die Aufgabe M4. Sie wird vorgelesen auf einem Viereck 20x40 und sie geht ganz schnell, 4 Minuten. Und schnell soll es jetzt auch für die erste Starterin gehen, die wir begrüßen. Britt-Caroline Eckert von der Leistungsgemeinschaft Reiten Berlin, His Spark of Hope, wird uns vorgestellt. Ein 7-jähriger Hannoveraner, Programmnummer 357. So, und für euch beginnt die Aufgabe. AX einreiten im versammelten Trab, bei X halten und grüßen. AX einreiten im versammelten Trab, bei X halten und grüßen. Im versammelten Tempo antraben, bei C linke Hand, HXF Mitteltrab. FAK versammelter Trab. KE Schulter herein. EX halbe Volte rechts, XB halbe Volte links. BM Travers. MCH versammelter Trab. HE Schulter herein. EX halbe Volte links, XB halbe Volte rechts. BF Travers. FAK versammelter Trab. KXM starker Trab. Bei M versammelter Trab. MCHE, X versammelter Trab. Bei X kurz kehrt links. XEH versammelter Trab. Bei H im versammelten Tempo angaloppieren. HCM versammelter Galopp. MF Mittelgalopp. Vor F versammelter Galopp. Nach F kehrt Volte. B Außengalopp. Vor M fliegender Galoppwechsel. MCH versammelter Galopp. HK Mittelgalopp. Bei K versammelter Galopp. A, F, B, Mittelschritt. B, H, im starken Schritt durch die halbe Bahn wechseln. H, C, Mittelschritt. Bei C im versammelten Tempo angaloppieren. C, M, B, versammelter Galopp. B, X, halbe Volte.
bei X versammelter Galopp, zwischen X und G einfacher Galoppwechsel. G, H, halbe Volte, H, E, versammelter Galopp, E, F, durch die halbe Bahn wechseln, beim Überreiten der Mittellinie fliegender Galoppwechsel. Bei A auf die Mittellinie abwenden, bei X halten und grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Dankeschön für den Auftakt an Britt-Caroline Eckert und His Spark of Hope. Einer der Abteilung für Reiter mit 150 und mehr Ranglistenpunkten, der Preis des Reitverein Deutschland Halle. Gerichtet haben die Frau Wingender und die Herren Weißert und Leinert. Und Herr Leinert wird stellvertretend für die Jury jetzt auch die Siegerehrung vornehmen. Müssen Sie noch die richtigen Zettel in der Hand haben. So. Platz Nummer 1 mit 763 Punkten. Über die goldene Schleife und den Applaus des Publikums dürfen sich Britt-Caroline Eckert und His Spark of Hope freuen. Applaus des Publikums. Wir haben ja eben gerade im Viereck 2 gehört, wie stimmungsvoll so eine Siegerehrung sein kann. Ne? Also wir wollen natürlich dem nicht nachstehen. Ihr dürft euch zur Erinnerung noch über eine Stallplakette gegeben von der Firma Passler freuen. Und die Brasserie Le Paris lädt euch ein mit einem Gutschein zum Steak Frit, was immer das auch bedeuten mag. Britt, wir kennen uns jetzt ja so oft, sehen wir uns im Viereck, du kannst mir dann hinterher erzählen, was es da Leckeres gab. Platz Nummer 2, 745 Punkte, Pokaidon und Britt-Caroline Eckert. Du bist ja wirklich eine Wiederholungstäterin, dürfen sich auch hier über Schleife und Applaus des Publikums freuen. Und auch für euch in dem Falle gibt es die Stallplakette von der Firma Passler gegeben. Und weiterhin dürft ihr euch über einen Osterhufkratzer gegeben vom Reitverein Deutschland Halle freuen. Und weil du dich ja hier scheinbar so heimisch schon fühlst, kannst du dich auch noch über eine Woche Probewohnen hier im Reitsportpark Dalgo freuen. Du bist ja nur zweimal gestartet, also kriegst du jetzt keine weitere Schleife mit Sicherheit. Zumindest nicht in dieser Prüfung. 733 Punkte, der Platz Nummer 3. Troubles Boy und Jana Schneider dürfen sich hier Schleife und Gratulation und vor allen Dingen auch Applaus des Publikums abholen. Und auch ihr dürft zur Erinnerung eine Stallplakette mit nach Hause nehmen, gegeben von der Firma Passler. Und einen Kiwi-Sofortglanzschwamm gegeben vom Reitverein Deutschlandhalle, damit Troubles Boy nicht in Trouble kommt, weil er nicht glänzend ist. Wobei er ist ja ein glänzender kleiner Kerl. Platz Nummer 4, 729 Punkte. Franziska Hoffmann und Honorieux dürfen sich hier über Applaus, Schleife und Gratulation freuen. Die Viertplatzierte freut sich weiterhin auch noch über einen Gutschein zum Brunch hier im Restaurant Carott. Und auch hier wieder der Hinweis, jetzt natürlich die Pause nutzen und ein bisschen was essen und trinken im Carott. Aber auch außerhalb der Turnierzeit ist hier natürlich die Tür geöffnet für Gäste, die gerne etwas Leckeres essen und trinken möchten. Platz Nummer 5 mit 721 Punkten. Rendezvous d'Amour DH, vorgestellt von Franziska Hoffmann, dürfen sich hier nochmal überschleifen und Gratulation und Applaus freuen. Applaus! Wir haben hier lauter Wiederholungstäter und das ist das Nette hier an diesem Turnierwochenende. Wir können zwar sagen, immer wieder die gleichen Gesichter, aber es sind so viele nette Gesichter und da freuen wir uns. Tahani Ibrahim wollen wir natürlich nicht vergessen. Mit Smart Little Boy und 715 Punkten darf sie sich über den 6. Platz freuen. Und auch hier gibt es Schleif und Gratulation und Applaus. Und als Letztplatzierter erhält Smart Little Boy eine Überraschung vom Möhrendealer. So, und wenn ihr euch alle sicher... Okay, also ich habe gerade hier von Dieter Kantak, unserem Mann der Regie, zu hören bekommen. Wir hatten gerade 17 Teilnehmer in der Ehrenrunde drüben auf Viereck 2. Wie stimmungsvoll das war und so habt ihr ja gehört. Und die sollen das ganz toll hingekriegt haben. Also müsst ihr vier uns ja jetzt
die ultimativ noch bessere Glanzleistung zeigen auf der Ehrenrunde. Gratulation der Siegerin und dem Platzierten und lasst mal sehen, was ihr könnt.